Also was, Lab, ihr habt auf jeden Fall bei mir kommentiert. Ja, Alpha, du hast ein bisschen zugenommen. Und deswegen habe ich gedacht, hier mache ich Fitness. Ihr seht meinen Körper, Leute. Ich habe abgenommen und sehe ganz gesund aus. was ist hier los? Hör, warte. Okay, ich höre jetzt auf. Leute, was geht ab? Ey, das letzte Video. Wo ist die Kamera? Hier. Das letzte Video. Hier, ihr seht es. 12.000 Likes. Leute, wie krank ist das? Einfach vor der Reaktion, Mann. Ey, Leute, was geht ab hier? Ey, und die Klicks und so. Ey, Leute, danke für den Support an dieser Stelle. Okay, Leute, ich habe mir heute überlegt, wir gucken uns das Video von Revi an, wo ich das allererste Mal im UFO war, ja? Und Leute, bitte seid nicht gemein, ja? Ich war da übelst nervös damals, ja? Weil das war für mich, keine Ahnung, ich habe einfach, ja, das war mein allererstes YouTuber-Treffen und dann direkt mit Revi, Rundpilz und Sturmwaffel und so. Aber wir gucken jetzt rein. Okay, let's go, Leute. Oh, und ihr seht es hier gerade. Es hat 2 Millionen Aufrufe und einfach fast 100.000 Likes. Ey, Leute, einfach fast 100.000 Likes, aber okay. 3, 2, 1, go! A, E, W, A, ich war im UFO! Abonniert meinen Kanal, bitte, bitte! Ja, bitte abonniert, Leute, bitte! Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier aus dem UFO. Der liebe Rotpilz ist gerade hier. Hey, was geht? What's up, ich Digga. Digga, warum sind wir hier? Was passiert? Wir kriegen gleich Besuch von jemandem. Okay, Leute. Habt ihr es gesehen? Das war nicht abgesprochen, ja? Es hat einfach geklingelt. Der hat gerade die Aufnahme angefangen und dann zack, ich war schon da. Ja, Leute, ich bin halt Profi, ne, wisst? Okay, weiter. Oh mein Gott, Leute, es war so eine krasse Zeit damals. Egal, komm, guck weiter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen ganz kurz die Tür auf und dann hört ihr ganz kurz, wer gleich da ist. Es ist abnormal witzig. Der Besuch ist jetzt da, Leute. Und ja, ich bin auch Besucher. Aua, aua. Ja, ich hab dir übrigens Blumen zum Geburtstag. Oh. Ach, danke schön. Ich hatte gestern Geburtstag, ist schon vorbei, ist ein bisschen spät. Bruder, bist du dumm oder was? Hallo, hallo. Alter, was ist für ein... Das ist, Alter, was, Bruder, kommt das hier aus China oder was? Was willst du von mir? Hallo? Ehrlich? Hallo? Jetzt! Hallo? Hört ihr das, Leute? Ich war einfach damals, ich hatte so Angst, ne? Weil guck mal, ihr seht hier die Fenster und so. Und ich hatte Angst, dass man mich dann durch die Kamera da irgendwie durchspiegelt und so, dass man mich sieht und so. Dann habe ich mich einfach, warte, sieht man das jetzt? Zeig dir das. Was, wer ist da? Hallo? Ja, ich habe mich da hinten versteckt, genau hinter dieser Wand. Und guck, da werfe ich jetzt so einen Schuh hin und so. War auf jeden Fall lustig. Aber ja, ich habe mich halt immer von der Kamera versteckt, weil ich will ja anonym und so bleiben. Ich will mich ja nicht zeigen eigentlich. Ja, okay, let's go. Gerade. Hey, was ist das? Hä? Hallo? Hä? Was ist das? Hallo? Hallo? Hey Leute, ich war einfach damals so nervös, ne? Es könnt ihr mir nicht glauben. Als ich dann da hingegangen bin und so, ey, ich hab so wenig geredet und so, keine Ahnung, weil es war für mich was komplett Neues. Und dann trifft man sich direkt mit Revi und so. Ey, das war schon, ich war schon stark nervös, ja? Okay, gucken wir weiter. Hallo? Hallo? Digga, was ist da los? Hallo? Ey, das war mir damals so unangenehm, ne? Ich musste einfach in den Raum reingehen. Ihr müsst wissen, Sturmwaffel war auch in dem Büro. Und dann schrei ich da einfach so nebenan in einem kleinen Raum. Ey, meine Güte, es war so unangenehm. Aber egal, komm. Wer ist da? Hallo? Junge, was? Oh Gott, was? Leute, das muss ich jetzt mal ganz genau angucken. Kleinen Moment, oh Gott. Mir reicht jetzt, Mann. Wer ist das denn? Das ist übrigens wieder Rundpilz, ne? Das bin ich nicht. Also so sehe ich nicht aus, wirklich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier mit dem UFO los ist. Ich glaube, wir gehen jetzt vielleicht ganz kurz was essen oder holen uns was. Mach die Tür zu, Alter. Der Band von Revi damals, ne? Ich dachte damals so, ist es dein Ernst? Ich glaube, der hat es einfach nur so zum Troll gemacht, damit sich hier drüber aufregt und so. Ja, ich habe mich halt damals gefragt, wieso, aber, egal. Ich glaube, wir gehen jetzt ganz kurz was essen, meine Freunde.
und sehen uns dann gleich einfach da wieder. Bis gleich. Boah, Jungs. Geht, Leute. Wir gehen jetzt rüber zum lieben Road Pills und dann holen wir uns ja was zu essen, weil im UFO können wir nicht essen, weil im UFO gibt's keinen Tisch und wir sind ziemlich räudige Bastards. Ich glaube, ich war hier irgendwo hinter der Kamera oder ich bin sogar hier, glaube ich, rausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Von 2017, mein Gott. Weil wir hier nicht weitermachen und irgendwie sind alle Leute weg und außerdem weiß ich gar nicht, ob wir irgendwann im Gemeinschaftsraum mal fertig werden. Ich meine, wir sind jetzt schon seit einem halben Jahr hier und passiert nichts. Aber das Schöne ist, dass Felix ganz in der Nähe wohnt. Na ja! Würde ich sagen, gehen wir mal los, was zu essen bestellen. Hast du Bock? Kein Hunger? Okay, ich sitze doch da. Oh mein Gott, okay, ich sag irgendwas. Jetzt habe ich irgendwas gesehen. Warte. Essen bestellen. Hast du Bock? Kein Hunger? Alter, okay, Junge. Hör, wie ich übertreibe. Die Minecraft-PvP-Schelle hier, Alter. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wer sich hier im UFO befindet, ist Montana Black, meine Freunde. Also, hey! Tschüss. In dem Car right now, boys. Yeah. Ich saß hier links. Was hat er mich gerade gesehen? Gleich tschüss. In dem... Warte. Gleich tschüss. Okay, ich glaub nicht. I'm car right now, boys. Yeah. Ist gerade fahren und filmen, das ist schon gefährlich, ne? Nee, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht Däne, Alter, weißt du? Also alles gut. Ich saß einfach vor dem mit dem krassen Auto von Revi damals, ne? Der hatte damals, jetzt hat er irgendein AMG Mercedes. Aber damals hatte der so ein rotes, billiges zum Autofahren lernen und so, ihr wisst Bescheid. Kauft euch, wenn ihr Führerschein macht, auf jeden Fall erstmal ein billiges Auto und lernt fahren und so. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Nein! Mein Kopf! was ist das? Ich bin einfach ein Block. Okay, weiter. Dieser Take ist komplett unnütz. Back in dein YouTube-Haus. Das ist... Jetzt saß ich hier, glaube ich, neben... Da oder da saß ich gerade. Aber wie gesagt, Leute, ich war richtig paranoia. Ich habe sogar eine Jacke, glaube ich, auf meinen Kopf getan und so. Dass man im Notfall nichts sieht. Ach, ja, man muss halt aufpassen, ne? Immer wieder witzig, hierhin zurückzukommen, Leute. Weil ich mit diesem Haus halt so viele kranke Erinnerungen... Ah, wir waren da im YouTuber-Haus, ne? Ich war nicht nur im UFO, ich war sogar im YouTuber-Haus. Und damals kam es dieses YouTuber-Haus von Unge, Tadel, war da noch Revi, Palutin. Die waren da halt früher alle. Und da ist da rund Rotpilz hingezogen und so. Und dann, ja, dann waren wir halt bei Rotpilz hier im Video. War auf jeden Fall ein cooles Haus. Ist immer noch ein cooles Haus, ja. Aber war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Noch verbinden. Und ich würde auch eigentlich gerne, vielleicht können wir es gleich mal machen. Vielleicht gehen wir gleich einfach mal hoch zum lieben Palle in die Wohnung und schauen sich mal mein altes Zimmer an, weil da war ich jetzt schon bestimmt seit einem Jahr oder sowas nicht mehr drin. Da war Paluten noch da! Oder? Ich glaube, der war da, aber wir sind nicht zu ihm hochgegangen. Aber er war, glaube ich, sogar zu Hause, oder? Ich weiß gar nicht. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, er war da. Ich glaube, ich ein Wohnzimmer draus gemacht, oder? Jedenfalls, Leute, ich löse jetzt einfach mal auf. Der liebe Alphastein ist gerade bei uns und wir bestellen jetzt was zu essen. Natürlich werde ich den nicht filmen, Leute, weil er ist ja natürlich richtig. Noch ein großes Mythos, ne? Ja. Soll ich auch so bleiben. Wir gönnen uns jetzt erstmal was zu fooden. Und dann sehen wir uns weiter. Und ich dachte einfach, es wäre ganz lustig, diesen Tag mal irgendwie festzuhalten, weil das passiert ja auch nicht alle Tage, dass man jemanden kennenlernt oder mal sieht, den man sonst noch nicht so gesehen hat. Deshalb, jetzt gibt's nices Food. Digga, was ist das hier, Felix? Warum ist dieser Bär hier? Das sind so richtig... Den hat Sopse seit ihrer Geburt. Oh ja, so sieht der aus. Ja, Leute, wir essen es auf jeden Fall erstmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Mein geiler Bart. Oh je, Leute. Boah, hier ist mal leckeres Essen gesponsert bekommen von Revi. Ehrenmann, Kuss. Irgendwann gebe ich dir auch Essen aus. Warte, ich guck mal kurz mein Portemonnaie. Okay. Ich bin bereit, um weiter zu reagieren. Beste Reaktions-YouTuber hier auf YouTube Deutschlands. Bitte like da lassen. Komm, 10.000 Likes bitte wieder. Komm, bitte. Let's go. Gönnt euch diesen Burger. Und die waren veganer echt gut. Veganer Burger, richtig geil. Der sieht zwar nicht vegan aus. Stein, Ruhe. Boah, in Köln gibt es echt gutes Essen, ne? Das war krass. Boah, und dieser Burger, der war echt gut, ne? Ich hab den voll genossen. War auf jeden Fall lecker, aber egal. Okay, weiter. Guck dir diesen Burger an. Er sieht so lecker aus. Was hast du? Ich habe einen sehr leckeren Veggie-Burger. Und wie ich die ganze Zeit im Hintergrund so mache. Ich bin so dumm, ne? Das sind die besten Leute. Freddy Schilling. Ja. Es ist mir leider die Soße runtergefallen, dem Boden. Weil du zu doof bist. Ne? Weil du einfach zu doof bist. Papa Revi? Hey, mein Sohn! Was machst du da? Der Bart ist ja dreimal besser als meiner. Ihr fragt euch gerade auch bestimmt, welche YouTuber habe ich alles gesehen? Also ich war ja sogar zweimal beim UFO. Da hat Revi, glaube ich, auch ein Video draus gemacht. Aber das war irgendwie nur so ein normaler Vlog. War einfach nur so nebenbei da. Und ja, welche YouTuber habe ich alles gesehen? Ich habe gesehen... Halt Revi, Rotpilz, Petritz, Sturwaffel, Sopse, also die Freundin von Rotpilz. Paluten habe ich nicht gesehen, den da auch nicht. Die waren da zur Zeit nicht im UFO. Waren irgendwie unterwegs oder so. Bo. M-O-O-O habe ich auch gesehen. Ja, okay.
Das waren, glaube ich, alle Leute, die ich gesehen habe. Okay, let's go, weiter geht's. Schon hässlich, ne? Oh, oh, oh. Mhm, ich bin nur ein Bagger. Ja, war ich auch im Fallstuhl. Kann man mich hier irgendwo sehen? Sieht man das? Sieht man mich irgendwo? Mofo, und dann gucken wir mal, was noch passiert hier in dem Vlog. Ja, Leute, wir sind gerade bei Freddy im Büro und ich hab gerade... Habt ihr leider nichts erkannt? Hande, Banane. Kann ich eigentlich noch? Ich kann mich hinlegen. Sehr, wieder gerade hinsitzen, gerade rücken, Leute. Immer gerade sitzen für eine gute Gesundheit. Okay, weiter. Ich hab meinen Kopf an Felix' Kopf geklebt. Oh, ich fühle mich leicht. Alter, Junge, das hält wirklich... Oh. Der ist gerade abgegangen, oder? Warte, zieh mal. Okay. Ah, oh, schade. Ja, könnte ein Bad, könnte das Bad. Ah, da war ich dann auch auf der Couch, hab mich mit der Decke, glaub ich, versteckt, damit man mich nicht sieht. Und da waren wir gerade bei Strohwaffeln im Zimmer. Sieht auf jeden Fall, sah auf jeden Fall cool aus. Und jetzt gibt's ja das UFO nicht mehr. Finde ich irgendwie schade, war auf jeden Fall cool da. Aber okay, weiter geht's. Bad durchgehen, ne? Sieht schön aus. Mhm, abonniert alle Rotpilz. Stein, wie findest du das? Ja. Ja? Ja. Okay, Stein, pass mal auf. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, die letzten Worte in das Mikrofon zu sagen, weil der Vlog ist jetzt hier vorbei. Leute, es ist nicht viel in dem Vlog passiert, aber er sitzt gerade neben mir, es ist der echte Alpha-Stein. Dein, sprich. Oh mein Gott, der echte! Walla, Habibi. Ja, kommt da noch irgendwie eine Verabschiedung von dir oder sowas? Yeah. Ja, vielleicht sagst du einfach mal auf Wiedersehen. Hä? Ja, gut, dann war's das mit dem Video, Freddy! Er denkt sich auch nur so, ey, was ist mit dem los? Safe hat er gedacht. Was ist mit dem Typ los, Digga? Warum ist er so komisch? Egal, komm. Tschüss. Daumen hoch, oder Freddy? Ich würde es weiter lassen. Super. Und einen roten Kreis. Lass uns roten Kreis. Qualitätscontent. Das war's. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Also bei Revi, bei mir noch nicht. War's okay, Leute. Das war auf jeden Fall eine coole Zeit da im UFO. Ich war da halt auf jeden Fall damals sehr nervös und sehr aufgeregt, weil so, ich habe halt nur mal Minecraft-Videos gemacht und auf einmal sehe ich, ich weiß nicht, ich habe ja auch schon so mit Revi-Videos gemacht, aber in echt war nochmal was anderes. Ja, ich war nervös, schüchtern, ein bisschen so ein kleiner armer Stein. Okay, egal, Leute, das war's mit dem Video von heute. Das Like, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, Likes motivieren. Wir haben sehr Spaß hier dran. Euer Wichser, gell? Abonniert nicht vergessen und tschüss!